Hello und welcome back zurück zu einem neuen Video und zurück zu einer neuen Reaction. Ich habe mir natürlich eure Kommentare bzw. euer Feedback zur letzten Reaction zu Herzen genommen. Und zwar habe ich da auf ein englisches Video reagiert, was so ein bisschen Science-backed-up war. Und auf der einen Seite fanden es manche gut, weil sie auch englische Videos anschauen. Auf der anderen Seite haben manche kommentiert, dass es eher nichts für sie war. Und ja, ich meine, nicht jedes Video kann für jeden etwas sein, aber trotzdem möchte ich natürlich, dass die Videos euch ansprechen und werde eher seltener auf englische Videos reagieren. Deswegen reagieren wir heute auf ein deutsches Video, tatsächlich von einem Arzt. Ihr kennt ihn bestimmt auch von Instagram, Doc Felix. Und ich habe gesehen, er macht auch zweimal die Woche Videos auf YouTube. Ich habe ihm mal eine Zeit lang auf Instagram gefolgt, aber irgendwann habe ich ihm entfolgt. Ich weiß auch nicht wieso. Aber auf jeden Fall macht er auch Freitag Reactions, so wie ich jetzt ein Reaction-Video mache. Und zwar hat er ein Video hochgeladen zum Thema Alkohol. Und ihr wisst ja, ich bin da sehr locker. Ich trinke Alkohol und ich will es allgemein nicht verherrlichen, aber ich bin niemand, der irgendwie was aus seiner Ernährung rausstreichen möchte. Ich habe tatsächlich mal 2 Jahre lang kein Alkohol getrunken, während meiner oder bevor meiner Unizeit. Und dann bin ich ins Ausland gegangen zum Studieren und dann, ja, englische Trinkkultur ist nochmal was ganz anderes als in Deutschland, sage ich euch. Auf jeden Fall ist es ja eine ganz andere Story. Er hat auf jeden Fall ein Video hochgeladen. Und zwar heißt der Titel, warum ich nicht ohne Alkohol kann, in Klammern als Arzt. Und ja, das Thumbnail ist schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll, weil er schreibt so, Alkohol, mein Geheimnis. Also entweder ist es ein Joke oder er gibt uns jetzt so ein paar Tipps und Tricks, was man machen kann, um ja, Alkohol in seine Ernährung zu integrieren. Da habe ich auch noch das ein oder andere dazu zu sagen. Deswegen würde ich mal sagen, ja, holt euch was zu trinken. Ich habe hier auch noch was. Und wir schauen mal zusammen rein. Erstmal ein kleiner Fail, weil ich vergessen habe, meinen Laptop an Strom anzuschließen und der mittlerweile schon 10 Jahre alt ist und gefühlt nach 2 Minuten ohne Strom ausgeht. I'm a good YouTuber, richtig professional hier. So, nachdem wir die technischen Probleme klären konnten, gehen wir jetzt mal ins Video rein. Alkohol ist eines der toxischsten Drogen unserer Zeit und es gibt ganz viele Gründe, Alkohol nicht zu trinken, aber ich muss gestehen, hin und wieder trinke ich auch Alkohol. Warum ich das mache und ob Alkohol auch mal gesund sein kann, darum geht es heute. Zunächst ganz wichtig, es gibt keinen risikolosen Alkoholkonsum. Ja, das hat man früher immer gedacht. Da vielleicht auch ganz witzig, da gibt es ja immer diese Ideen, dass ein Standardglas Bier für einen Mann und ein halbes Standard, also es gibt so Regularien, wie empfohlen wird, dass Alkohol getrunken werden darf, sollte. Aber was ein großes Missverständnis, es geht ja um die absolute Höchstmenge. Ich war einmal in einem Moderatorencasting und musste aus einem Beitrag rausmoderieren und dieser Beitrag endete genau mit und es wird empfohlen, dass jedermann am Tag maximal ein Bierglas trinkt. Da habe ich dann gesagt, nein, das wird nicht empfohlen. Das ist die Höchstmenge, die man eigentlich nicht trinken sollte, aber nicht, bitte nicht noch mehr, um das mal ganz kurz zu sagen. Was Alkohol noch macht? Alkohol erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du an Krebs erkranken wirst. Wie macht's das? Alkohol wird über ein Enzym verstoffwechselt, das heißt Alkoholdehydrogenase. Daraus wird Acetaldehyd. Und dieses Acetaldehyd ist total reaktionsfreudig. Das bedeutet letztendlich, es klammert sich an deine DNA und führt dazu Reaktion. Und diese Reaktion, also du kannst dir das immer so vorstellen, immer wenn Zellen sich zum Beispiel schnell teilen oder neue Zellen entstehen und dann entstehen so Mutationen. Ja, so ein bisschen wie bei X-Men, wenn du dir das mal angeguckt hast, ist es tatsächlich leider auch so bei Krebs. Und dazu sorgt halt Alkohol, ne? Also die Alkoholdehydrogenase ist dann halt reaktiv und so kann halt auch Krebs begünstigt werden. Aber der nächste Grund von Alkohol, der hat es auch in sich. Und hier geht es darum, dass Alkohol einen Einfluss auf unsere Hungerhormone hat. Es gibt Leptin und Ghrelin. Eins macht dich satt und eins macht dich hungrig. Alkohol setzt halt diese Hormone außer Kraft, schwächt die Wirkung dieser Hormone und dadurch ist es so, dass du halt auch mehr Hunger hast und mehr isst. Dadurch die Gefahr, übergewichtig zu werden, halt natürlich auch steigt und natürlich auch sämtliche Erkrankungen, die dann dadurch resultieren. Und es gibt Ja, genau. Also sobald man Alkohol getrunken hat, ab da ist auch die Fettverbrennung, ja, verlangsamt sich. Und man hat halt irgendwie automatisch irgendwann Hunger. Also bei mir ist es so, wenn ich anfange, Alkohol zu trinken, dann habe ich erstmal irgendwie keinen Hunger. Aber mein Hungergefühl holt mich dann irgendwann ein und dann ist es so dieses typische Craving, dass man irgendwie Lust hat, irgendwas Salziges zu essen. Also ist zumindest bei mir so. Oder irgendwas Fettiges oder so. Ja, zumal man ja auch noch dazu sagen muss, also bezüglich Thema Übergewicht,
dass Alkohol ja nicht ohne Kalorien einhergeht. Also ja, Alkohol ist mit eins der kalorienreichsten Lebensmittel, je nachdem, was man eben an Alkohol trinkt. Und gerade so Mixed Cocktails, also so Pina Colada oder so, wo halt noch mit Sahne oder sowas gearbeitet wird und super viel Zucker, ja, das geht dann nochmal schneller ins Blut und hat halt auch super viele Kalorien. Dementsprechend, ich bin zum Beispiel ein Fan sowieso nicht von so krassen Cocktails. Also ich liebe zum Beispiel Aperol, hat natürlich auch mehr Kalorien als jetzt irgendwie ein Bier oder so, aber ich meine jetzt von so super krass zuckrigen Getränken. Oder zum Beispiel auch halt Skinny Bitch irgendwie mit Zitrone mag ich gerne. Klar, mittlerweile gibt es ja auch zuckerfreie Varianten bei Wildberry Lillet zum Beispiel. Zumindest, dass halt der Wildberry-Teil dann ohne, also beziehungsweise fast ohne Kalorien mit einhergeht. Aber ansonsten bin ich tatsächlich ein Fan von Wein. Und Wein hat ja relativ, was heißt relativ wenig Kalorien, aber halt ein Glas, wenn man jetzt 0,2, dann irgendwie so 140 Kalorien, kann man sich schon mal genehmigen, sage ich mal, wenn man eine ausgewogene Ernährung, ja, sage ich mal, anstrebt. Das heißt, ausgewogene Ernährung. Ich will nicht sagen, dass Alkohol zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehören sollte, aber ja, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Verboten und für mich gehört es auch mal dazu, irgendwie in ein Restaurant zu gehen, eine geile Pasta mir zu bestellen und dann ein leckeres Glas Wein dazu zu trinken. Auch ganz viele indirekte Wirkungen von Alkohol. Alkohol lähmt ja den präfrontalen Kortex. Das bedeutet, deine natürliche Hemmschwelle, die du hast, vielleicht auch dumme Sachen zu tun, die sinkt. Dadurch kann es natürlich sein, dass du riskantes Verhalten machst. Es kann aber auch sein, dass du gerade im jungen Alter oder eigentlich auch in jedem Erwachsenenalter brauchen wir Mut, um uns gewissen Situationen zu stellen und wir wachsen dadurch als Persönlichkeit. Oder wenn du dich noch nicht mal Sachen stellen musst, du hast ein Problem und du kannst entscheiden, ob du das löst. Und durch dieses Problem wirst du ein stärkerer Mensch, du wirst resilienter, weil dieses Problem hast du gelöst. Du kannst dir vorstellen, wie du gehst, ein Problem kommt, du hast es gelöst. Okay, jetzt kannst du mit diesem Problem umgehen. Dann kommt das nächste Problem und du kannst damit umgehen und du bist einfach erfolgreicher in deinem Leben. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Was Alkohol macht, es nimmt dir einfach dieses Problem und diesen Wachstum. Und das sehe ich gerade bei Jugendlichen oder bei Leuten, die sich unwohl fühlen. Die trinken Alkohol und dann fühlen sie sich einfach nicht mehr unwohl. Aber der nächste Grund ist wirklich ein sehr, sehr ernster und nicht so ein Lifestyle-Grund. Nämlich Alkohol sorgt für eine ganz große Zahl an Tode. Und es gibt unterschiedliche Zahlen, die diskutiert werden. Man weiß es natürlich nie genau, weil die Leute sterben ja nicht dann und man weiß es ganz genau, es war der Alkohol, sondern wie gesagt auch bei Krebserkrankungen und so, da geht man halt davon aus. Aber hier habe ich euch mal Statistiken mitgebracht, dass ihr mal sehen könnt, okay, es ist wirklich so, dass es höchstwahrscheinlich die gefährlichste Droge ist, die ja auch legal ist. Wie kann es dann sein, dass ich dann trotzdem sage, auch Ganz kurz, da wurden erstmal die Statistiken vergessen einzublenden. Aber ja, also natürlich ist Alkohol so die am einfachsten zugänglichste Droge. Und ich meine, so in Deutschland ist es halt einfach ab 16 erlaubt. Klar, jetzt kein harter Alkohol, aber in Amerika halt erst ab 21. Und ich glaube auch nicht ohne Grund generell. Und ich meine, ich habe auch schon vor 16 mal ein Bier oder Wein oder sowas getrunken. Also hat bestimmt, oder was heißt bestimmt jeder? Das bestimmt nicht, aber haben bestimmt einige auch schon mal ausprobiert. Und ich finde, man muss natürlich nochmal unterscheiden, wie man Alkohol konsumiert, ob man halt ohne Alkohol kann, wie ich. Also ich trinke jetzt nicht jeden Tag Alkohol, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen krass. Aber ob ich halt auch ohne Alkohol feiern gehen kann zum Beispiel und dann nicht so denke, oh mein Gott, ich habe jetzt gar keinen Spaß. Oder auch gerade so das Umfeld. Also wenn das Umfeld dir schon das Gefühl gibt, du musst jetzt Alkohol trinken, nur damit du irgendwie cool bist oder so, dann ist das schon fragwürdig. Also meine Schwester zum Beispiel trinkt gar keinen Alkohol und ich habe dann auch kein Problem, entweder auch mit gar keinen Alkohol zu trinken, wenn wir irgendwie was essen sind oder irgendwie eine Art Night haben wir letzte Woche Freitag zum Beispiel gemacht, dann habe ich mir halt was Alkoholisches bestellt und sie halt einen Mocktail so. Und das macht mich persönlich dann, also mich stört es persönlich nicht, dass ich jetzt halt Alkohol trinke und sie halt nicht, aber sie andersrum auch nicht. Und ich finde, das ist halt super, super wichtig, auch nochmal zu betonen, dass man sich generell nicht dazu verleiten lassen sollte, nur weil jemand anderes Alkohol trinkt, um cool zu sein, dass man das auch macht. Weil ich habe selber mal, als ich 17, 18, 19 war, also bevor ich halt im Studium angefangen habe, habe ich 2 Jahre lang keinen Alkohol getrunken und es war in meiner Feierphase, wo ich jedes Wochenende feiern war. Aber ich habe es einfach nicht gebraucht. Also ich konnte halt auch so Spaß haben. Und das ist, glaube ich, so mit auch der wichtige Punkt, dass man da noch so ein Bewusstsein für hat.
Ich verzichte nicht 100% auf Alkohol. Ich möchte ja authentisch sein und nicht irgendwie von oben herab. Ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ich ernähre mich nur noch vom Obst und auch nur Obst, was schon runtergefallen ist, weil ich möchte den Baum nicht verletzen, sondern ich möchte euch natürlich eine authentische Version von mir geben und was ich halt auch glaube. Ich möchte euch ja zeigen, dass Gesundheit nicht so ist wie die Rente, dass du jetzt auf etwas verzichtest, damit du es dann später irgendwie gut hast, weil Rente ist ja genau dieses Modell. Du verzichtest jetzt auf tolles Geld, was du verjubeln könntest, dass du danach, jetzt auch nicht, ein Bettzimmer im Altersheim hast. Das ist nicht der Punkt, sondern ich möchte zeigen, dass wenn du es schaffst, jetzt einen gesunden Lifestyle zu entwickeln, mit Obst, Gemüse, mit Sport, mit Bewegung, mit mentaler Gesundheit, mit Schlaf, dass es dir jetzt schon besser geht. Und ich glaube, das ist so mein USP, was eigentlich so gut wie kein anderer Arzt oder so formuliert. Plus, ich möchte auch selber dieses Beispiel sein und möchte dann auch zeigen, dass es okay ist, hin und wieder Genussmittel zu sich zu nehmen. Und zum Beispiel Chips, Pommes, Donuts, Pizza, das sind für mich Genussmittel und keine Lebensmittel. Und ich glaube persönlich, dass wenn ich bin jetzt 31, dass wenn ich zurückgucke und überlege, hätte ich diese Genussmittel und auch Alkohol zählt dazu nicht genommen, hätte ich gedacht, dass die Lebensqualität von mir nicht ganz so gut wäre, wie hätte ich sie genommen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Du kannst natürlich entscheiden. Für mich wäre es natürlich am besten, du hast das geilste Leben und trinkst halt keinen Alkohol und ernährst dich die ganze Zeit nur gesund. Aber ich möchte halt auch zeigen, dass es dann auch Kompromisse geben kann. Auch dazu möchte ich dich daran erinnern, es gibt keinen risikolosen Konsum. Und auch ich, da gibt es Momente, wo ich auch gemerkt habe, dass auch ich gefährdet bin, süchtig zu werden. Es waren ein, zwei Momente, sage ich jetzt mal. Aber das will ich auf keinen Fall verharmlosen. Was mir auch gefällt. Das finde ich generell schon mal sehr nice von ihm. Also ich meine, er ist Arzt so. Und ich habe auch über Alkohol in der Ernährungsberatung genug gelernt. Dementsprechend sind einem ja die Risiken bekannt. Also wie gesagt, ich und auch er möchte das ja nicht runterreden. Aber ich bin halt der gleichen Meinung, dass gewisse Sachen wie Genussmittel, sei es jetzt Alkohol oder auch mal ein Ben & Jerry's, eine Pizza zum Beispiel, habe ich mir gestern bestellt, so, dass das meine Lebensqualität auf jeden Fall bereichert. Und gerade auch so Thema Socializing, also wie ich vorhin gesagt habe, meine Schwester trinkt auch keinen Alkohol und es ist jetzt nicht, dass man mit Freunden rausgeht und dann Alkohol trinken muss, um einen coolen Abend zu haben. Aber es gehört halt für mich auch einfach mal dazu. Und ja, wenn ich mir das so nehmen würde, dann ja, würde ich mich bestimmt auch dran gewöhnen, so wie ich es damals in den 2 Jahren gemacht habe. Aber für mich, für mein Leben und meine Ernährung gehört es eben auch mal dazu, ja, einen nicen Abend zu haben, wo ich so ein bisschen angetipst bin und ein bisschen meinen Spaß habe und eben meine Grenzen kenne. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich hatte, glaube ich, einmal in meinem Leben einen Filmriss, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie ich nach Hause gekommen bin. Und es ist, glaube ich, so das schlimmste Gefühl, was man haben kann. Also ist zum Glück nichts passiert, weil ich eine Mitbewohnerin hatte, die mich dann in mein Bett gebracht hat. Aber ja, sich von Alkohol auch übergeben zu müssen, so an diesen Punkt möchte ich gar nicht kommen. Also ich möchte einfach so ein bisschen lockerer sein dann und meinen Spaß haben, aber ja, nicht irgendwie mich betrinken oder sowas. Das ist irgendwie so komisch, das Art, irgendwie zu sagen, was gefällt mir an Alkohol. Ich finde Geschmack toll. Zum Beispiel, ich habe damals auch Cocktails. Ich war Barkeeper, so parallel zu meiner Schulzeit. Ich fand Cocktails halt so schick und cool. Und ich mag auch den Geschmack von gezapftem Bier. Finde ich ganz, ganz toll. Ist auch irgendwie ganz verrückt. Ich frage dann manchmal irgendwie, wenn ich in einem Restaurant oder Bar bin, gibt es gezapftes Bier? Und dann sagen die nein. Dann sage ich, ich hätte gern Wasser. Das verstehen die Leute nicht, weil es ist so meine Regel: erhöhe deine Standards und iss wirklich nur Genussmittel, wenn sie wirklich geil sind. Und Flaschenbier finde ich halt einfach nicht so lecker. Trinke ich halt lieber Wasser. Und ich muss aber auch gestehen, ich finde auch die Wirkung sehr selten, aber dann halt auch angenehm. Zum Beispiel auf Musik. Wenn man jetzt im Club ist, ich habe das Gefühl, ich höre die Musik ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, dass Sachen, die ultra ätzend sind im Club, Geruch, es ist eng, jemand trampelt hier auf den Füßen rum, es ist immer viel zu laut, diese negativen Sachen abgedämpft sind. Und du merkst schon, dass es alles Sachen sind, die unserer Gesundheit schaden, die auch dadurch wieder abgedämpft werden. Das heißt, auch da kann man nicht sagen, dass das gesund ist. Und wo ich auch nochmal die Grenze ziehen würde, ist, wenn du Alkohol dann brauchst, um in Stimmung zu kommen. Und da gibt es wirklich, also deswegen möchte ich auch sagen, nerv bitte niemanden, wenn er nicht trinkt auf einer Party. Das sollte für dich normal sein, dass du auf eine Party gehst und da halt auch kein Alkohol trinkst und dann nicht sagst, oh, ich brauch's aber unbedingt. Für mich ist es dann noch ein noch positiverer Effekt. Da nimmst du dir wieder diese Persönlichkeitsentwicklung, wenn du so wenig Selbstvertrauen hast, dass du dich nicht traust, auch ohne Alkohol zu tanzen oder einen lustigen Spruch zu bringen und so weiter. Und da können wir auch gerne gemeinsam dran arbeiten, weil ich mache ja ganz viel daneben, aber auch ganz viel Psychologie. Und das, wenn du das in den Griff kriegst, dann ist es natürlich noch ein bisschen.
Besser. Und was ich noch, was so eine verrückte Theorie ist von mir, auch die ist irgendwie ein bisschen blöd, die jetzt so zu äußern, aber wenn ich jetzt wirklich hardcore arbeite und hardcore lerne, zum Beispiel für mein Staatsexamen, ist es schwierig, auf Knopfdruck loszulassen, wenn die Prüfung fertig ist. Und vielleicht hattest du das auch schon, dass du vielleicht auch mal einen Tag danach oder so, wenn du so wochenlang am Stück lernst, das Gefühl hast, auch danach noch, du musst weiterlernen. Dass dein Körper und Geist weiß ja nicht so tief im Herzen, dass du das bestanden hast und dass du das nicht mehr machen musst. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das kannst du mir gerne schreiben, ob vielleicht sowas wie Meditation oder so, ob man das noch besser kontrollieren kann, fände ich voll spannend, weil das habe ich noch nicht gefunden. Das würde ich dann gerne, also wenn man die Gefühle dann noch besser kontrollieren könnte, dann Körper wirklich sagen können, okay, Schluss, nächstes Kapitel. Und da war es aber bisher so, dass ich dann immer, kann man natürlich auch feiern, völlig okay, und dass ich da dann halt aber auch Alkohol, ich habe gemerkt, ich habe halt Alkohol getrunken und ich konnte diese ganzen Sachen vergessen, hatte so einen kleinen Reset. Nicht wissenschaftlich, keine Empfehlung von mir, macht bitte nicht. Ich habe es trotzdem gemacht, sage ich jetzt mal. Und jetzt eines der spannendsten Sachen. Es gibt Leute, die sich halt selbst bescheißen. Die sagen, sie trinken Wein, weil Wein so gesund ist. Ja? Und das Spannende ist, es gibt wirklich einen Stoff, der heißt Resveratrol. Da gibt es irgendwie 80 R's, die an unterschiedlichen Stellen dieses Wort stehen können. Und das wirkt wirklich antioxidativ und thrombozytenhemmend. Thrombozytenhemmend heißt, du hast ja rote Blutkörperchen und wenn du jetzt dich schneidest oder so, dann ist es toll, dass du nicht verblutest. Das liegt daran, dass die roten Blutkörperchen, die verkletten das, dass du dann nicht mehr blutest. Das Problem ist an der Sache, wenn du halt eine Wunde innen hast. Das hast du halt häufig dann beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall. Und deswegen deutet das darauf hin, dass Resveratrol da einen positiven Einfluss auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit hat. Es ist aber so, dass es das widerlegt wurde, dass, also nicht bei Resveratrol, aber Alkohol hat keinen positiven Einfluss auf dein Herz-Kreislauf-System. Das ist leider nicht so, sondern es ist ein reines es ist ein reines Genussmittel, was deiner Gesundheit schadet. Punkt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Warum habe ich. Ich musste gerade kurz schmunzeln, als er angefangen hat mit Wein, trinke ich, weil es so gesund ist. Also aus diesem Aspekt trinke ich keinen Wein. Ich persönlich, wie bei ihm mit dem Bier, ich mag den Geschmack von Wein. Also es kommt auf den Wein drauf an. Ich bin da auch ein bisschen picky. Ich bin ein Rosé-Girl oder entweder Sauvignon Blanc oder Chardonnay. Ich komme ja auch aus der Weinregion, also hier in Neustadt an der Weinstraße oder generell die Region ist da ja mit vielen Weingütern. Ja, sehr bekannt und dementsprechend würde ich auch sagen, dass ich mich mit Wein gut auskenne, zumal ich in einem Haushalt aufgewachsen bin. Ja, meine Mom trinkt halt auch gern Wein und dementsprechend durfte ich da halt dann auch mit 16 mal ein Glas mittrinken, so. Und ja, dass Alkohol da irgendwie einen gesundheitlichen Benefit, sagt man ja auch bei Rotwein, weil der mehr Antioxidantien hat oder so. Nee, weil Alkohol gibt unserem Körper absolut keinen Nährwert. Also das sind im Sinne leere Kalorien, da sind weder irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe, Kohlenhydrate, Fette oder sonst irgendwas drin, die unserem Körper etwas geben. Also gerade eher das Gegenteil. Sie hemmen oder sie stoppen unsere Fettverbrennung, sie kurbeln unseren Hunger an, wir nehmen noch Kalorien noch mehr auf. Und ja, es kann uns auch in manchen Situationen Dinge machen lassen, die wir vielleicht im Nachhinein bereuen, wenn man es eben übertreibt. Und zumal ja, es ja auch auf die Leber gehen kann, wenn man halt zu viel Alkohol trinkt. Und es dauert, glaube ich, 3 Monate, bis der Körper komplett Alkohol abgebaut hat. Also so lange ist einfach Alkohol in einem drin, wenn man jetzt selbst nur ein Glas trinkt. Und ich finde es schon sehr krass, wenn man so darüber nachdenkt. Von daher, ja, sollte einem natürlich, wenn man Alkohol trinkt, die Risiken bewusst sein und ja, mit Bedacht das trinken. Video gemacht. Ich habe schon gesagt, ich wollte einfach authentisch sein. Und das Zweite ist, und das ist mir das ganz, ganz Wichtigste: Es gibt Dinge, die sind geil und ungesund in unserem Leben. Und schreib mir doch mal in die Kommentare, was du richtig geil und ungesund findest, wie Deichkind damals leider geil. Und wenn du jetzt denkst, dass ein gesundes Leben, ein gesunder Lifestyle daraus bestünde, alle Sachen, die du richtig geil findest und die ungesund sind, rauszustreichen, dann werde ich dich nicht überzeugen können. Mein Purpose, warum ich denke, dass Gott mich hier auf diese Welt geschickt hat, nämlich den Leuten zu zeigen, wie geil ein gesundes Leben ist, werde ich nicht erfüllen können. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Das heißt, ich möchte mit diesem Video dich nochmal dazu motivieren, möglichst viel gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, ich nenne die immer GV, weil das nicht so sexy klingt, GV, ne? Gesundheitsfördernde
Verhaltensweise, da kommt das Vogel-V. Nein, GV, ja genau. Du musst einfach mehr GV in deinen Alltag integrieren. Wenn du viel Obst isst, viel Gemüse, wenn du auf deinen Schlaf achtest, wenn du halt wenig Alkohol trinkst, wenn du Sport machst und dich bewegst, wenn du versuchst, weniger mit negativen Menschen zu hängen, sondern mehr mit positiven, dann wirst du gesünder werden und länger und besser leben. Und je mehr du das machst, desto weniger intensiv wirken die ungesunden Sachen. Als ganz simples Beispiel, wenn du dich 6 Tage lang nur von Obst, Gemüse und High Protein und Gesundheitssachen ernährst, dann ist das halt egal, dass du Sonntag eine Pommes isst. Aber die Wahrheit ist, dass wir mit der größten Verständlichkeit immer, wenn wir im Restaurant ist, dazu eine Pommes bekommen und dann nochmal in der Mittagspause und dann hier Currywurst und diese ganzen Sachen. Das ist die Wahrheit unseres Alltags. Was ich möchte, ist, dass du möglichst gesund lebst und bitte nicht dieses Mindset hast, dass du nie wieder irgendetwas Ungesundes machen darfst. Um das jetzt nochmal abzuschließen, ich glaube, runtergebrochen trinke ich vielleicht einmal im Monat. 10, 11, 12 Mal im Jahr. Auf Hochzeiten Beispiel. Finde auch diese Wirkung nicht immer toll, weil ich möchte halt, ich bin hungrig auf die Welt und ich möchte im Sport performen und ich möchte jetzt. Ich lach doch nicht immer, wenn ich sage, ja, möchte im Sport performen und ich möchte halt einfach sehr viel Leistung bringen. Das ist es. Und Alkohol gibt dann einem manchmal so einen Dämpfer. Das heißt, ich finde es auch gar nicht immer toll, manchmal schon. Und wie gesagt, sehr, sehr selten, aber doch diese Ausnahme gibt es bei mir. Deswegen ist es nicht die Regel, sondern ist es die Ausnahme. Und jetzt höre ich auch, warum mich jetzt so rechtfertigen. Ich muss mir das alles, glaube ich, noch mal dreimal angucken, ob ich das Video wirklich hochladen darf. Ja? Und denke, oh, in den Kommentaren und jeder Kooperationspartner springt mir ab. Denn es ist ja auch so, dass es Leute gibt, die sich damit brüsten, viel Alkohol zu trinken und die dann vollkommen unreflektiert zum Beispiel 30 Tage lang auf Alkohol verzichten, das als Doku verkaufen und gar nicht merken, dass sie leider keine gute Beziehung zum Alkohol haben. Und dieses Video findest du hier. Und wenn ich dich aber noch ein bisschen mehr überzeugen kann, gesundheitsfördernde Verhaltensweise in den Alltag zu integrieren, dann findest du dieses Video von Lebensmitteln, die ich jeden Tag esse. Und kleiner Spoiler, Alkohol gehört nicht dazu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, seine abschließenden Worte fand ich jetzt auch nochmal sehr zusammenfassend oder übereinstimmend mit dem, wie ich das Ganze generell angehen würde oder angehe. Natürlich ist ein gesunder Lebensstil mit viel Obst und Gemüse, mit Sport und allgemein, dass man auf seinen Körper achtet, genügend Schlaf, super, super wichtig. Und ich finde, wenn das halt überwiegt, wenn das so die 80, 90% Regel ist, dann ist es auch okay, mal Alkohol zu trinken. Dann ist es auch okay, mal Fast Food zu essen und vielleicht auch mal mehr Alkohol zu trinken, als man eigentlich braucht. Also ich glaube, wenn man jünger ist, probiert man vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus. Mittlerweile denke ich mir so, nee, kein Bock am nächsten Tag einen Kater oder so zu haben. Also ich trinke dann wirklich Alkohol einfach aus Genuss, weil ich es lecker finde, mal einen geilen Cocktail zu trinken. Gin Basil Smash liebe ich oder Ponster Martini. Aber gib mir zwei davon und ich bin eh schon bedient so. Also nicht betrunken, aber halt so, dass ich einfach so ein bisschen ein gutes Gefühl habe und mehr will ich gar nicht. Also mehr brauche ich nicht. Und dementsprechend, ja, hat er am Schluss auch nochmal gesagt, dass es natürlich gewisse Menschen gibt, die da ein bisschen über die Stränge schlagen. Ich glaube, er hat hier auf Ron Bilecki wie nennt man das, angespielt. Beziehungsweise mit den Allerjutesten haben die ja so ein Format gehabt. Oder generell, die trinken ja sehr viel Alkohol und Ron hat ja auch diesen Tornado. Ja, also dass das auf gar keinen Fall gesund ist und dass jemand so im Internet sich präsentieren sollte und andere damit anstiftet, finde ich auch absolut daneben. Gerade weil die sicherlich auch viele junge Zuschauer haben und da nicht ein Disclaimer kommt, so hier Alkohol hat die und die Schäden. Also da finde ich das jetzt super sympathisch von eben einem Arzt, also von Felix, dass er das Video trotzdem hochlehnt und lädt und natürlich die Gesundheitsrisiken aufzeigt, aber eben auch ja, einfach ehrlich ist und nicht irgendwie das hinterm Rücken macht, nur weil er jetzt Arzt ist oder so. Und tatsächlich habe ich mir auch eine Podcast-Folge zum Thema Alkohol angehört. Von Wissen Weekly kann ich euch gerne auch mal irgendwo hier einblenden. Da ging es darum, ob man einen Kater vermeiden kann, also ob es halt bestimmte Ansätze gibt und Dinge, die man am Tag vorher oder am Morgen oder nachts noch machen kann, um eben keinen Kater zu haben. Fand ich auch sehr interessant. Könnt ihr ja gerne mal reinhören. Ansonsten verlinke ich euch, wie gesagt, das Originalvideo von Felix unten in der Videobeschreibung. Und mich würde mal interessieren, ob ihr Alkohol trinkt, beziehungsweise wie eure Meinung dazu ist, ob ihr mir da und Felix übereinstimmen kommen könnt oder ob ihr generell sagt, so, nee, gehört für mich nicht zu einer gesunden Ernährung. Sowieso nicht gesunde Ernährung, aber eben nicht zu meinem Lifestyle dazu. Ja, dann freue ich mich von euch in den Kommentaren zu lesen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!